Ja, das ist natürlich der absolute Oberhammer. Glubschi zieht hier den ersten Trophy Masu, sesshaften Masu raus. Also erster Trophy Masu Deutschlands mit über 5 Kilo. Absoluter Hammer. Hier ist das Teil Fedes GZ und das eben hier auf dem Soturi 22 und das an der Stelle. Dankeschön fürs Teilen. Ich teste natürlich sofort. Also da müssen wir doch hin. Da müssen wir doch hin an den Spot. Da müssen wir doch ausprobieren. Wo lübt denn der Lachs? Also direkt raus mit dem Setup. Zack, da vorne hingeworfen. Da oben, ich zoome mal eben kurz ran. Zack, in die Area. Also zwischen diese beiden Büsche hier. In diese dunkle Area da oben. Und ziemlich genau bis an die Kante hat er wohl geworfen. Und dann locker durchgeworfen. Er hatte geschrieben, so mit 25 hat er quasi durchgeleiert, einfach nur. Und ich teste jetzt hier schon ein bisschen. Vorher war ich noch eben schön am Windenbach auf Zobel, habe den Kandidaten auch abgehakt, sehr, sehr nice. Und jetzt geht es hier weiter eben auf Silberlachs bzw. Masu-Lachs. Hier auch ein ganz kleiner, seltener Masu. Also der ist schon mal selten, gut zu wissen. Das ist der ganz kleine, der aber auch groß werden kann und dementsprechend dann, ja, ich sag mal, auch mal richtig abgeht. Und hier dieser sesshafte, der ist jetzt schon mehrfach reingegangen. Den hatte ich auch schon ein paar Mal. Also Masu in sesshaft, das ist der mit dieser Musterung, auch richtig, richtig nice. Aber eben auch Silberlachs hier. Guck mal da, Alter, 3 Kilo Silberlachs, was geht denn ab? Also hier ist schon einiges gerade reingegangen und ich spiele jetzt gerade rum. Wie man das halt so macht. Rumspielen, 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 Stop and Go, Führung mit Zwischenstopp, turbomäßig durchziehen, tick, 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 kurz mit Intervall oder durchleiern auf Tempo 50, durchleiern Tempo 50, Shift mit Intervall, durchleiern auf langsam, durchleiern auf super langsam und so weiter. Und also rumspielen, alles was einem halt so einfällt, was man halt machen könnte, wie sich halt dann der Spinner irgendwie anders bewegt, das muss man natürlich immer rauskriegen und rumprobieren und gucken, was ist dann interessant für die Fische. Oder einfach hier mit Tempo 50, wie gerade schon gesagt, und dann auf Jig einfach mal gucken, vielleicht funktioniert ja auch Jig. Also dieses ganze Rumspielen einfach testen. Gerade eben in den Morgenstunden, jetzt haben wir ja gerade Mittag, gerade eben war es noch ein bisschen bewölkt und leicht regnerisch. Aber auf dem Bild vom Glubschi war es eher sonnig. Also der ist höchstwahrscheinlich auch bei leichtem Sonnenschein bis Sonnenschein reingegangen. Allerdings, wie gesagt, Tempo 25 durchgeleiert. Also nehmen wir mal rund 25. Ne? Also es ist jetzt, je nachdem, was man halt für ein Setup hat, welche Rollen man gerade verwendet, ist es natürlich immer eine etwas andere Geschwindigkeit. Aber so rund um die 25 sollte das doch ganz gut gehen. Ich nehme aber übrigens auch hier den Silberlachs mit. Also da bin ich überhaupt nicht fies vor. Würde mir auch noch als Trophy fehlen. Das als Trophy 100 nehme ich doch gerne mit. So, dann habe ich gerade ein bisschen rumprobiert. Denn es hieß gerade auch, dass das auf langsam auch funktioniert. Und da muss ich gerade noch mal eben kurz reinschauen. Zack, da geht schon wieder was rein. Da gucken wir doch gerade noch mal eben rein im Discord. Übrigens Link zum Discord unterm Video in die Trophy-Halle. Und Julian zieht hier raus den Ugui. Den Ugui mit 1,2 Kilo als Trophy hat er gefangen. Ist das der Hammer? Auf 120, 178. Das ist hier an der Kante. Auch ein Dingen. Also auch absolut der Hammer. Das Dingen ist reingeballert auf den gleichen Köder hier. Soturi 22. Ganz entspannt hat er reingezogen. Und das eben mit Tempo 17. Also relativ langsam hier einfach durchgeleiert. Gucken wir mal, dass wir hier vielleicht so ein bisschen so ein Wackeln hinkriegen.
und dann gehen die hier rein. Ich habe heute schon wahnsinnig viel rumprobiert. Ich hatte heute auch einige davon, vielleicht teste ich das gleich mal, auch auf Kupferfarben und zwar auf die Spinner, die 12 Gramm Spinner Dragonfly Bell mit den Pünktchen. Hatte ich heute hier oben auf I4, ganz hier oben auf der Spitze, hier in dem Bereich hingeworfen, sind sie auch reingegangen. Scheint also so, als ob dieser, naja, fast so ein bisschen rötlich-kupferfarbene, bräunliche Fisch auch auf kupferfarbene Köder steht. Ist schon mal nicht schlecht. Weißt du was? Wir nehmen einfach mal den Dragonfly Bell und ich schmeiß den Knüppel da einfach mal rein. Mit 12, oder soll ich den 18er nehmen? Wir fangen mal an mit dem 12er. Mal gucken, wie weit ich komme. Vielleicht nicht ganz so weit. Und dann erhöhen wir mal das Tempo. Jetzt ist er richtig schön am Spinnen. Das Blatt dreht sich ordentlich schön um den Spinner herum. Man sieht es unten so ein bisschen an der Actionbar. Das wiggelt so richtig schön. Und dann gib ihm. Je nach Strömung muss man da vielleicht ein bisschen mit dem Tempo nochmal spielen. Aber ich glaube, ich komme nicht weit genug raus. Also nicht mit dem Setup hier, da müsste ich jetzt mit einem anderen Setup, zum Beispiel mit der Karma Mechta, könnte man hier, glaube ich, deutlich weiter raus. Da ist das Wurfgewicht deutlich besser mit 12 Gramm. Und dann hier, jawohl, probieren wir. Oder gleich einfach nochmal mit dem 18er. Ich meine, der Sotori 22 ist ja auch nicht so klein. Also durchaus die Möglichkeit, dass wir eben hier mit diesem kupferfarbenen Spinner auch in der Größe 18 noch erfolgreich sind. Also direkt mal ändern. Oder eben alles andere in Kupferfarben. Scheint ja so, als ob das irgendwie triggert. Oha, da habe ich aber einen schrottigen Haken drauf. Das müssen wir erstmal ändern. Wer benutzt auch schon Dragonfly Bell in Gewicht 18, Alter? Kannst du dir nicht ausdenken. Wer hat sowas überhaupt? Dragonfly Bell in 18. Ich mache mal einen 1-0. Oh nee, der ist aber klein. Ich mache mal einen 2-0er Haken drauf. 2-0er, 3-0er? Ja komm, 3-0er sieht doch noch gut aus. Das passt doch noch. Komm, 3-0er Haken drauf. Wir nehmen direkt die Super Trophy ein. Wir nehmen direkt die. Direkt übertreiben. Komplett und maßlos. So, raus damit. Gewicht. Sensationell, wir kommen genau dahin. Jetzt gucken. Ich mach mal langsam. Tempo 16, gucken wir mal. Das wäre natürlich der Hammer. Das ist jetzt schon ein mächtiger Brocken. Das ist ein richtiger Klumpen. Also wenn man das gleich im Wasser sieht, das ist ein mächtiger Klumpen, der sich da gerade durch das Wasser schraubt mit dem Blatt oben drauf. Also da gibt es schon nicht so viele Fische, die da sagen, oh mein Gott, das sieht aber lecker aus. Da gibt es eher einige, die sich denken, fuck, was ist denn das für ein U-Boot? Also das wird... Und da gibt es doch noch ein paar Verrückte, die da drauf reingehen. Ist es der Hammer. Jawolski. Na. Auf dem großen Achter. Ja klar, der Keter natürlich. Er ist auch vor nix fies, ey. 1,6er Keter, wie so ein oller Barsch. Oh geil, da blinkert was. Erstmal draufbeißen. Komplett durch. Keter hat einfach immer Hunger. Immer Hunger. So. Schön locker durchziehen. Gucken, dass es schön flackert hier. Tempo 16 oder so. Finde ich gar nicht schlecht. Riesenvorteil. Wir haben natürlich die ganze Zeit den Köder im Wasser. Und zusätzlicher Vorteil. Wir sind natürlich auch deutlich länger von der Zeit in diesen Bereichen, die halt die Spots sind. Also da, wo dann möglicherweise dann eben auch die Fische getriggert werden, dass sie dann spawnen und dann eben auch zum Köder hinschwimmen. Dazu kommt, dadurch, dass es ja ein bisschen langsamer ist, haben die Fische eine längere oder eine schnellere oder eher die Möglichkeit, wenn sie nicht so schnell sind, bis zu dem Köder hinzuschwimmen. Die brauchen ja meist noch ein bisschen an Strecke, um dann da anzukommen. Alter, man sieht das so ungefähr, wie groß der Prügel auch ist. Das ist schon nicht so wenig. Das ist schon ein mächtiges Blatt, was sich da auch durchzieht. Also das ist tatsächlich, ja, ein großer Köder, kann man wirklich so sagen. Aber vielleicht klappt es ja. Und jetzt nochmal eine andere Methode wählen. Auswerfen maximal, Tempo maximal, plus 50, genau, und Shift gedrückt. Und jetzt, und runtersacken lassen. So, zu viel gequatscht heute.
Und wieder zack, 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 hoch und wieder absinken lassen. Gucken wir mal. Und auch genau so wieder Spielereien machen. Und mir fallen noch andere Köder ein. Einfach jetzt komplett hier wild auf Kupfer gehen. Man sieht den Sotori 22 schon mehrfach in den Rekorden. Also der soll also irgendwie funktionieren. Der muss schon irgendwie funktionieren. Also kann man das natürlich machen. Einfach durchziehen oder eben noch anderes testen. Also das scheint auch gar nicht so schlecht zu sein hier. Zumindest spinnert er gut. Aber ich glaube, längeres Durchziehen ist besser. Als jetzt hier so den auf Krampf vom Grund nach oben hoch zu jubeln. Die Frage ist ja, wo halten sich die Fische auf? Sind die eher grundnah? Kriegt man die dadurch dann eher? Oder sind die tatsächlich eher flach unter der Oberfläche? Das ist halt immer die große Frage. Jetzt baller ich mal auf Tempo 50 hier durch, den Prügel. Ja, kommt richtig gut in Wallung. Das ist halt immer die große Frage. Man hat zum Beispiel bei der Kamtschatka-Regenbogenforelle häufig Bisse, wenn man da mit jiggt. Das heißt, immer wieder so über den Grund jiggt. Also da ballert die Kamtschatka-Regenbogenforelle zum Beispiel sehr gut drauf rein. Dementsprechend hat man, ja, oder sind die Fische halt eben an unterschiedlichen Stellen immer mal wieder unterschiedlich auch zu fangen. Eben auf verschiedenen Höhen. Jetzt gehen wir hier nochmal ein bisschen langsamer wieder rein. Gucken wir mal. Ziehen wir einfach mal locker durch. Jetzt hier auf so einer 23. Ja, ist auch in Bewegung. Einfach gucken. Je nachdem, gerade wenn er sich jetzt halt hier so runterdreht, dann ändert sich eben auch hier so ein bisschen die Geschwindigkeit oder die Strömung. Und dann einfach nochmal ein bisschen anpassen. Die Einholgeschwindigkeit, dass es unten immer schön am Flackern ist, der Spinner ordentlich dreht und ordentlich lockt. So moke wie dat. Und dann kann er da schön Gas geben. Ja, das ist absolut spannend. Ich habe jetzt die letzten Tage oder seit die Fische da sind auch schon viel probiert. Immer mal wieder und immer mal wieder eine Stunde und nochmal eine Stunde und einmal schon rumgerannt hier komplett. Habe hier viel Wildes auch ausprobiert, weil es ja schon hieß, die Fische gehen auch, beziehungsweise es gibt neue Vorlieben für Köder. Und da bin ich dann natürlich auch mit Gummifischen reingegangen. Oder mit Wobblern reingegangen. Also ganz, ganz vieles ausprobiert schon, was da vielleicht gehen könnte. Jetzt gucken wir gerade mal eben, ob ich, ja, die hier vielleicht, wobei mit 10 Gramm werde ich da wahrscheinlich auch nicht weit genug rauskommen. Ne, nicht mit dem Setup. Also, auch hier wieder so ein Ding, ideal eben für Medium Light wahrscheinlich. Light oder Medium Light. Dass man eben hier solche 10 Gramm Spinner auch nochmal richtig weit rausjubelt und dementsprechend dann sein Setup anpasst. Jetzt gucken wir gerade nochmal bei den üblichen Verdächtigen. Haben wir hier was Kupferfarbenes? Nicht so richtig. Das wäre eine Möglichkeit. Slimshot 15 Gramm. Entfernung ist durchaus okay. Kann man, glaube ich, ganz gut machen. Nochmal eine ganz andere Form von Köder. Länglich, schlanke Form. Gucken, ob die auch triggert, ob das interessant ist. Tempo ist natürlich jetzt hier wieder die Frage, wie kriegt man den? Ja, machen wir mal ein bisschen langsamer. Also, jetzt heißt es wieder Köder testen, Köder testen, Köder testen. Wie gesagt, eine Möglichkeit eben jetzt hier. Der Ugui, auch richtig, richtig spannend. Ich bin ja echt neidisch, ey, ihr Lümmels. Ihr zieht hier schon die geilen Trophys raus. Richtig rattenscharf, ey. Ist der absolute Hammer. Der Ugui als Trophy mit 1,2 Kilo. Ist das der Hammer, ey. Auch auf den Sotori 22 tatsächlich. Super nice. Koordinaten 120, 178, Tempo 17. Mega nice. Muss ich gleich auf jeden Fall auch noch testen. Werde ich auf jeden Fall nochmal hingehen. Aber erstmal teste ich hier verschiedene Köder, wie zum Beispiel den Westsibirischen in Kupferfarben. Hier ist sogar gerade nur ein 1er Haken drauf, ist mir schon fast zu klein. Aber für die ersten Testwürfe sollte das doch klappen. Und jetzt auch hier wieder gucken, Tempo anpassen, machen wir auch hier mal so eine, genau, 24, 25, passt glaube ich gerade ganz gut. Ja, super, super spannend. Also, neue Fische an der Yama, neue Möglichkeiten, die zu fangen, andere Köder natürlich testen. Super gute Sache. Wie gesagt, ich habe auch schon mit Jig probiert. Jig und Gummifisch, Schaumgummifisch. Ich habe mit Wobblern auch schon probiert. Also auch schon was gefangen.
Es geht aber leider noch nicht so, dass ich jetzt vorher schon hätte ein Video gemacht und gesagt, ja, mega, hier läuft es aber richtig gut jetzt zum Beispiel auf dem Schaumgummifisch oder sowas. Also es war noch nicht so super ergiebig. Jetzt im Moment, wie gesagt, ich werfe jetzt einfach nur eben raus, einmal, zweimal, und wenn da nichts kommt, dann direkt wechseln. Ne? Direkt wechseln. Spiker 12 Gramm. Wie sieht es damit aus? Entfernung ist okay. Ich gehe gleich nochmal auf den 18 Grammer. Spiker, die absoluten Klassiker. Erster Biss. Ja, 12 Gramm Spiker, ne? Da ist er, sesshaft, aber in klein. Sollte gehen. Das heißt, wir nehmen jetzt mal den Hashtag 4. Das ist der 12 Gramm. Das ist dann der 6er, ne? Hashtag 6, genau. Hashtag 6, 18 Gramm mit dem Spiker. Entfernung, perfekt. Wir sind kurz vor der Kante da hinten. Tempo 29 auch noch voll okay. Schön am Spin. Gibt ordentlich Gas. Gucken wir mal. Vielleicht ballert da jetzt noch was Großes rein. Das wäre natürlich der Oberhammer. Ja, wobei, ne, der Fisch an sich, 5 Kilo Trophy-Gewicht und dann so ein Riesenprügel. Eigentlich zu groß. Eigentlich zu groß. Andererseits, Raubfisch geht einfach komplett steil auf den Köder, der irgendwie interessiert. Dem ist dann quasi die Größe ja auch fast egal. Hauptsache, man kann da draufsteigen. Bäm! Angreifen, reinbeißen und mal gucken, ob man da nicht ein Stückchen rausruppen kann. Raubfisch halt. Da muss doch ein bisschen was gehen. So, nochmal durchziehen. Ich versuche nochmal langsamer. Guck mal hier. 15, 16 geht auch. Auch nicht schlecht. Also, Spiker scheint auch sehr gut zu gehen. Eine Meldung fällt mir gerade noch ein aus dem Chat. Aus dem Chat heute, aus dem Livestream. Spiker in schwarz. Also soll wohl auch gehen. Für die neuen Fische. Oder sind wohl welche drauf eingestiegen. Das reicht ja schon meist als Info. Guck mal hier, Tempo immer noch wieder anpassen. Relativ langsam geht auch. Aber ich glaube, das ist zu groß. Das heißt also, ich ändere jetzt hier nochmal eben das Setup. Allgemein vom Setup bin ich hier relativ fein unterwegs. 13,8 nur. Ich gehe halt echt immer gerne ein bisschen feiner rein. Und jetzt teste ich einfach nochmal auf den 12 Grammer, aber dafür brauche ich ein anderes Setup. Und zwar nehmen wir mal eben, ich brauche nochmal eine Rute, die ein ganz gutes Wurfgewicht hat. Am besten nehme ich, glaube ich, hier die Mächter. Ja, Karma Mächter, war das die? Ja, Wurfgewicht 7 Gramm, dann gehe ich mit 12 rein, das sollte doch ganz gut passen. Und dann nehmen wir hier einfach mal das Teil hier vom Weihnachtsmarkt. Ist eine 6000er Rolle, damit kommen wir gut weit raus. Und ich nehme mal nur 9,8 Kilo. 280 Meter sind drauf. Bisschen Verschleiß, ja, das passt schon. Vorfach brauchen wir jetzt nicht. Und ich nehme jetzt hier den Hashtag 4 in Kupferfarben. Vielleicht auch nochmal den Schlüpferfarben. Ne? Der hat auch immer mal wieder richtig gut funktioniert. Auch an dieser Stelle hier. Aber wir bleiben erstmal auf Kupfer. Und dann, hoppala, ein bisschen schräg geworfen, raus damit. Aber Entfernung sollte passen. Das sieht auch ganz gut aus. Und jetzt natürlich das Tempo anpassen. Kleinere Rolle, dementsprechend das Tempo könnte durchaus höher sein. Ne? Wenn wir jetzt hier eine 20 haben, ist es auf einer 10.000er vielleicht eher eine 16, 17 oder so. Aber ja, das passt man halt immer so ein bisschen an. Und jetzt heißt es wieder testen. Bremse vielleicht nochmal ein bisschen runter. Und gucken, ob da noch was drauf geht. Ansonsten, wie gesagt, einfach weiter durchziehen. Das Sotori 22 in Kupferfarben scheint gerade richtig gut zu gehen. Aber ich muss halt immer testen. Warum auch nicht? Das ist ja das, was es ausmacht. Wenn ein Köder geht, dann rattert es halt sofort durch. Was könnte noch gehen, wenn der schon geht? Was könnte vielleicht noch besser gehen? Was liefert vielleicht nochmal Fische? Ich meine, der Fisch ist halt nicht so häufig. Es gehen ein paar rein und es sind ein paar auf den Sotori 22 gegangen. Und ich werde auch bestimmt noch demnächst jetzt hier mich weiter hinstellen und weiter rumprobieren. Aber es ist ja auch immer so ein bisschen so ein Gesuche nach dem ultimativen Köder, wo man dann einfach schön einen nach dem anderen durchzieht.
und Biss und Biss und Biss hat. So, nochmal Tempo 25 jetzt hier. In dem Bereich dahin. Locker eingestellt, super dünn, 9,8 Kilo nur. Ich glaube, der Glubschi war mit 18 Kilo unterwegs. Also Riesenunterschied nochmal, deutlich feiner. Aber wenn der auf 18 Kilo Fluorocarbon schon reingeht, als Trophy, ist dem das wurscht? Ist der gar nicht so schreckhaft? Weiß man nicht. Muss man ausprobieren. Und im Idealfall, wie gesagt, nehmen wir natürlich auch noch alles andere mit. Oder es ist einfach so, dass es momentan mit den Spikern in der Art, in der Form für die Fische vielleicht gar nicht interessant ist. Auch durchaus möglich. Oder es ist vom Wetter her gerade zu warm, 19 Grad. Das sind alles so Sachen, die halt sein können. Das heißt also für mich jetzt auch die nächsten ein, zwei Tage, Ingame-Tage, immer noch weiter testen, auch bei anderen Wetterverhältnissen. Gehen wir mal auf den etwas helleren. Ob es da nicht irgendwie noch weitergeht und ob das nicht auch noch weiter funktioniert. So, Tempo. Wieder ein bisschen lockerer einstellen. Und wieder durchziehen und gucken, was funktioniert und was funktioniert nicht. Bis jetzt gibt es ganz viel, was nicht funktioniert. Ist auch nicht. Ist halt normal, ne? Beim Testen ist das halt immer so. Das ist auch nicht verwunderlich. Aber deswegen macht man so ein, zwei Würfe maximal. Normalerweise, wenn halt ein Köder funktioniert und der springt halt auch an oder der lockt, zack, dann hat man in der Regel mit dem ersten Wurf oder spätestens nach dem zweiten Wurf hat man dann ein Ergebnis. Erster Wurf vielleicht noch irgendwie was Kleines, zweiter Wurf dann schon irgendwie was Gutes. Also das müsste schon sein. Andere Möglichkeit, wo gerade hier das Licht so ein bisschen nachlässt. Vielleicht ist der Fisch auch eher Morgenstunden und Abendstunden aktiv. Auch durchaus eine Möglichkeit. Davon gibt es ja viele von diesen Fischen, die halt eher in den Morgenstunden oder Abendstunden dann aktiv sind. Also auch das durchaus eine Möglichkeit. Ich sehe hier gerade den fetten Planker. 41 Gramm. Ne, das ist mir zu heftig. Aber hier so ein 12 Grammer. 12 Gramm Type 1, auch ein absoluter Klassiker, den muss ich natürlich auch noch testen. Die absoluten Klassiker hier. Ja, so viel dazu. Erstmal ein dickes, fettes Dankeschön nochmal an den Glubschi fürs Teilen seiner ersten deutschen Trophy. Richtig, richtig nice. Sieht man auch im Discord, ist in der Trophy-Halle drin. Hat er sich auch direkt ans Brett genagelt. Perfekt, so Mokvidat, so soll das sein. Masu Lachs. Sesshaft, super cooles Ding, 77.000, also 88.950 mal 2, ne, mit Premium 177.000, das ist schon richtig, richtig nice, einfach mal für so einen 5-Kilo-Fisch. Ja, leider bisher kein großes Ergebnis hier drauf, ich ändere nochmal schnell auf dem Sotori 22, baller hier nochmal wieder raus, zack, auch hier mit dem Yama-Set Start, zack, sofort bis. Sofort bis. Also, Sotori 22 liefert stabil. Er liefert gerade stabil. Es ist offenbar die Form, das heißt dieses Ovale, das bisschen eiförmige und die Farbe. Das macht einfach wohl die Kombination gerade aus. Dementsprechend könnten wir höchstens in dieser Form und Farbe nochmal was Adäquates anderes suchen. Oder versuchen, was anderes zu finden. Oder man zieht einfach mit dem gleichen Köder durch. Wenn es denn läuft, dann läuft's. Warum denn auch nicht? Wann haben wir denn da jetzt dran? Den nächsten Keter oder was? Der nächste Silber? Klar, Keter ist immer da. Oha, wenn ich mir jetzt gerade überlege, ein 5 Kilo Fisch als Trophy geht mir hier auf 9 Kilo Schnur drauf, 9 Kilo Setup. Dann ist aber Party angesagt. Aber das nehmen wir doch gerne mit. Das nehmen wir doch gerne mit, das bisschen Party. So, schön locker durchziehen weiter. Und dann hoffen wir mal, dass da noch ein bisschen was Dickes reingeht. So, es ist schon 23 Uhr durch. Und bevor hier die nächsten Keters reinkommen, ziehe ich mal ein kurzes Resümee zu dem Spot und zu dem Köder. Ja, wieder mal ein guter Spot, also wer es noch nicht ganz erkannt hat, ich glaube, ich habe es noch gar nicht gezeigt, der Klassiker hier direkt an der Base, ganz easy peasy, eine der wichtigsten Kanten, die man hier immer abspielt, also hier in dem Bereich oder eben auch hier
immer wieder langziehen, klappt super. Das ist hier hinten die Kante gewesen, die wir die ganze Zeit angeworfen haben. Und damit läuft das richtig gut, dass man eben hier mit der Strömung immer über diese Kanten durchzieht hier und da eben verschiedene Spots triggert. Vielleicht sind es auch die Kanten hier oben in diesem Bereich, die dann letzten Endes die Spots haben und dann eben triggern. Im Großen und Ganzen kann man also sagen, eine Top-Stelle, gerade auch zur Zeit mit dem Sotori 22 in Kupferfarben und nicht eben nur für die seltenen neuen Fische, sondern eben auch für Silberlachse. Wir gucken gerade mal eben rein. Von den Eulen Ketas waren gar nicht so viele dabei. Guck mal, da ist ja hier gerade drin. Ugui, das teste ich gleich auf jeden Fall nochmal. 2 × 700 Gramm. Na, das ist natürlich auch ein Ding. Und ja, jetzt gucken wir hier gerade nochmal eben nach Preisen. Silberlachse, 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 Silberlachse. Na gut, die Zobel und Zopen unten, die lassen wir mal eben weg. Aber im Großen und Ganzen gar nicht so schlecht. Und auch hier der Masu passte doch ganz gut. Wenn wir hier mal eben die letzten Fischis nehmen. Ja, passte das doch auch. Also in der Zeit ist hier 230 Silber gemacht fürs Rumtesten. Ist das gar nicht so schlecht, dafür, dass eben ganz viel auch nicht funktioniert hat während der Zeit des Testens, ist es doch mit den Ködern hier, also mit dem Sotori 22, richtig gut hat das geklappt. Und wir haben hier eben diesen seltenen Fisch, beziehungsweise wir haben die Chance darauf, diesen seltenen Fisch hier zu fangen. Im Idealfall als Trophy. Also, toi, 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 wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren. Das gefällt mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream. Montags, Mittwochs und Freitags immer ab 19 Uhr. Petri.